Okay, sollte sich beruhigt haben. Ja, weiter geht's mit Minizer 5. Und ich lade nochmal die Chunks neu. Genau, da hätten wir das. Ich habe hier neulich schon ein bisschen weitergespielt, also ja, ich bin jetzt wieder einigermaßen im Projekt quasi drin. Ich bin ja gerade am Seetang trocknen und versuche immer wieder nachzulegen. Ich weiß noch nicht genau, wie viel ein Seetangblock brät, quasi, aber ja, wird schon einiges sein. Und ja, ich nutze das eben, um dann unten den Brennstoff zu haben, ne? Genau, hier haben wir auch noch Seetang. Ja, ich habe ja hier diese Kaktusfarm, ne? Und da haben wir dann eben das jetzt so eingerichtet. Also ich würde hier einfach mal das so ein bisschen aufteilen. Ja, hier vielleicht ein paar mehr, je nachdem. Hier kann noch was rein. Oh, hier ist noch gar nichts ansonsten reingekommen. Ja, okay. Ja, und das Kaktuszeug, das wird ja dann hier alles zerstört, ne? Es geht dann nur darum, dass ich die XP hier kriegen kann. Weil die ja auch in den Blöcken gespeichert werden. Und dann gucken wir mal. Ich würde hier einfach mal Game Mode Spectator gehen, damit ich hochfliegen kann. Und zwar ein bisschen schneller. Und ja, ich habe mir dann das Schiff, das wollte ich auch noch bauen, alles. Ja, mal sehen, wie ich das jetzt hier mache. Ja, ich versuche einfach ein bisschen weiterzumachen so. Ich weiß nicht, ob hier hinten noch irgendwas zu tun war in meiner Wohnung. Also ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, ich wollte gefühlt noch mehr bauen. Zum Beispiel auch hier die Mine eigentlich. Müsste da mal eine Überdachung hin. Boah, da hätte ich jetzt eigentlich schon Bock drauf, das zu bauen, ne? Gucken wir mal, ob ich das jetzt schaffe. Game Mode Survival. Dann, was haben wir hier drin? Ja, nehmen wir mal hier sowas. Eichenzäune. Das passt auf jeden Fall. Ja, Zaun. Kann ich jetzt eh noch nicht craften, weil ich keine Sticks hatte. So, jetzt. Das sollte reichen. Da würde ich nämlich hier so Teile machen, ne? Zack. Da, da. Und da. Dann da. Genau, ich weiß nicht jetzt, wie das hier aussieht. Ich würde sagen, ich mache hier nochmal eine Slab drauf. So. Okay. Ja, und dann irgendwie von außen was anderes oder so, je nachdem. Ich weiß noch nicht. Okay. Huch. Vielleicht so wie es, sowas in der Art. Ich weiß nicht genau so, wie das jetzt hier richtig wäre. Oder gut wäre. Ne? Ob es jetzt hier gut aussieht, wenn da außen Holz ist? Naja. Keine Ahnung. Da müssten wir es aber, glaube ich, durchziehen. Ah, shit, Mann. Zum Glück ist die Axt sehr schnell. Das ist schon mal angenehm. Das hat man auf jeden Fall selten. Okay. Ja, hier die komischen Erdblöcke, da stören mich auch. Ja, ich weiß halt nicht so, ne? Ob das so gut aussieht hier. Insgesamt.
Okay. Vielleicht so. Also ich teste einfach mal ein bisschen rum hier. Und dann müsste man eigentlich hier fast schon das auch so machen. Damit das jetzt nicht so komisch aussieht hier, ne? Das muss halt passen alles. Und vielleicht hier sogar Glas? Ich weiß ja nicht. Sind das hier ganze Blöcke? Ja. Das würde ja dann schon mal gehen. Ich glaube, ich mache das so mit Glas, ne? Aber ich glaube, ich mache sogar hier dann noch alles zu, ne? Dass quasi die Slabs dann jeweils ein ganzer Block sind. Ich glaube, das ist besser, das System. So, ich weiß, ich spreche wieder die S-Laute ziemlich komisch aus. Ich versuche das in letzter Zeit. Oder ich merke das in letzter Zeit irgendwie häufig. Und ich weiß auch nicht warum. Aber es fällt mir immer mehr im Alltag auf. Und mich nervt das halt selber, ne? Und das Mikro schnappt das dann immer so scharf auf, dass man das gar nicht richtig hören kann. Also manchmal ist das so eklig, so hört sich das so scheiße an, ne? Also ja, tut mir leid. Habe ich hier noch Kohle? Ich glaube nicht mehr viel, ne? War das der Grund, warum ich los bin? Boah, Alter, hä, wo habe ich denn Kohle? Oder habe ich gar keine mehr? Gefühlt habe ich keine mehr, ne? Warte, ich guck mal drüben, da habe ich die doch eigentlich, stimmt. Ich habe die ja nicht in der Kiste gelagert, in der Ender Chest. Na gut, ist jetzt auch nicht so viel. Aber immerhin. Ich nehme einfach mal so ein bisschen was für hier mit. Und, hä? Oh ne. Oh, ey, was ist denn nur immer los? So, dann hier das noch rein. Hier. Ja, 8 Kohle halt, ne? Und, ah, hier ist noch Glas. Das ist perfekt. Das brauche ich gerade sehr gut. So. Ja, da haben wir das, ne? Da ist ja auch mal endlich das Dach fertig. Das hat mich schon länger gestört. Wie das hier einfach noch rumlungert. Ja, damit das zumindest so ein bisschen hier überdacht ist. Es muss ja nicht komplett sein. Deswegen eben diese Lüftungsschächte, wenn man so will. Ja, aber das reicht dann, würde ich sagen. So ist ganz gut. Ja, und sonst kann ich gar nicht viel Deko an das Haus machen, weil hier ist ja auch nicht so viel Platz. Gut, ich könnte jetzt noch irgendwelche Treppen platzieren, ja. Ich weiß noch nicht. Vielleicht Stein sogar am besten. Gucken wir mal. So. Reicht das? Boah, nee, warte, ich habe eine Idee. Und zwar so. Dann mache ich da in der Mitte so eine Slab, ne? Lasst mich mal hier ran. Dankeschön. Ja, moin, ne? Warte jetzt. Kann ich irgendwas wegwerfen oder stacken? Ja, keine Ahnung. Ich mach das jetzt einfach so. So. Geht das? Ich weiß halt nicht. Jedenfalls würde ich da oben dann noch weitere Zäune oder so dranhängen. Damit das so ein bisschen abgestützt nochmal wird. Weil ich finde das irgendwie besser, wenn das so ist. Und hier von der Seite kann es ja genauso sein oder ähnlich. Obwohl ich hier nur von. Also hier würde ich es nur da machen irgendwie. Dass wir da auch eine Holztreppe nehmen. Okay, ich probiere das mal.
Werf ich das mal weg. Wo kann überhaupt jetzt das Weizen hin? Hier erstmal, genau. So, Holztreppen haben wir da, aber reichlich. Und das kann eigentlich auch raus. Und hier dieser eine Block. Ja, sowas regt mich immer auf, wenn ich das zusätzlich noch dabei habe. So, das ist richtig schon mal. Dann nicht hier. Okay. Ja, hinten ist dann wieder mit Holz, Alter. Ich verstehe dieses Haus nicht teilweise, ne? Das ist so komisch gebaut. Wieso ist es hier wieder aus Holz? Warte mal. Ich glaube, ich tausche das mal gegen Cobblestone aus. Weil das sieht echt komisch aus, wenn vorne Cobble ist und hinten Holz. Also, keine Ahnung, warum ich das so gemacht habe. Jedenfalls würde ich dann hier auch das so wie vorne machen, einfach damit das gleich ist. Ne? Und ja, vielleicht lasse ich das hier auch so. Also mache ich nichts mehr dazwischen jetzt hier. Und dann mache ich nur noch hier entsprechend die Treppe hin, aber andersrum. Okay. Geht das? Oh Mann. Ja. Nee, warte, hier hatte ich das noch einen runtergesetzt. Ja, stimmt. Ja, warum nicht? Ich gehe mal zurück in die Kracht. So, das kommt weg, das auch. Naja. Okay. Ja, da haben wir das erstmal gebaut. Das ist schon mal ganz gut, dass wir da so produktiv waren. Ich würde noch mal sagen, wegen habe ich hier Behutsamkeit? Nee. Habe ich nirgendwo, ne? Oder habe ich hier ne noch ein Werkzeug? Nee. Tatsächlich gar nicht. Ja, da würde ich mir noch mal eine Behutsamkeitsspitzhacke versuchen zu holen. Also einfach noch mal 3 Dias her. Und dann wird probiert. Okay. Nee, so. Ich weiß nicht, ob noch Lapis dort ist. Ich nehme es mir einfach mal hier mit. So. Ja, hier ist nichts. Ah, hier ist noch Lapis. Ah, hier habe ich Behutsamkeit drauf. Oh. Dann brauche ich nicht mal unbedingt eine Spitzhacke, obwohl ja, ich probier's mal. Wenn ich es jetzt schon einmal habe. Ja, ich verzauber einfach mal. Oh ne, mit Glück. Also das ist echt eine scheiß Spitzhacke. Irgendwie. Aber Behutsamkeit brauche ich. Und zwar würde ich da jetzt hier ein bisschen Erde farmen. Ne? Also hier. Dann da. Ich glaube, das reicht schon. Und zwar für hier hinten, wegen den Wegeblöcken. So, das ist nämlich noch so ein leidiges Thema. Okay, da habe ich sogar schon mehr Holz drunter geplaced, aber hier noch nicht. Das würde ich auch nochmal nachholen. Stein. Ja, sieht immer besser aus. Genauso hier an der Stelle, ne? Okay. Ja, schon mal ganz gut. Ja, und sonst würde ich dann erstmal den Grasblock hier ablegen. Und den Rest müssen wir mal schauen.
Okay, let's go. Ich gehe noch mal zu Street. Beziehungsweise hier zum Tempel. Und hol mir hier ein paar Tränke. Unterwasseratmung wäre wichtig und Nachtsicht auch. Ja, dann gehe ich mal hier hin. Glas habe ich noch. Ich guck mal, wo der Rest ist gleich. Ich habe ja da hinten noch einige Öfen. Ah, jetzt läuft der Stream gar nicht mehr so flüssig wie vorhin. Also da muss ich ja sagen, war ich überrascht. Aber jetzt, ja, bin ich nicht so überrascht. Leider. So, die ganzen Level hier wieder, ne? Ja, da müsste ich eigentlich Glas einschmelzen schon wieder. Wir haben halt auch noch so viel Seetang, ne? Ich würde das vielleicht einfach mal machen. Ich guck mal, warte mal, ich guck mal, was im Minecraft-Wiki. Ich will jetzt endlich mal wissen, wie viele Brennvorgänge der ne? Macht. Okay, getrockneter Seetang. Können als Brennstoff benutzt werden. Dabei halten sie für 200 Sekunden. 20 Vorgänge können ausgeführt werden. Ah. Okay. 20 Vorgänge, ne? Das ist nicht schlecht, eigentlich. Das heißt, 3 Blöcke kriegen 60 hin. Ne? Da müssen wir so immer rechnen. Also jetzt am besten nur noch 2 reinlegen, weil sonst ist es ja Verschwendung, ne? Immer 3 Blöcke, ja, und dann kannst du halt die 4 noch rausholen da, die da übrig sind. So. Okay. Ja, da haben wir das jetzt auch endlich mal geklärt. Und so kriegen wir das ganze Zeug. Okay. Ja, dann gehen wir mal runter, würde ich sagen. Und zwar soll ich das jetzt noch nehmen. Trank der Nachtsicht und Unterwasseratmung. Ja, ich mach's jetzt einfach, ne? Ja, genau, ich wollte jetzt hier einfach weiterbauen. Wie es aussieht. Ja, da müssen wir hier mal schauen, wie wir da andocken, ne? An das Ding. Hier müssten wir auf jeden Fall noch Glas anbringen. Aber überall dann auch nicht mehr, ja? Ich würde sagen, bis dahin. Ja, mal sehen. Hier dann halt nicht mehr. Ja, generell ist es hier schwierig zu bauen, ne? Aber ich glaube, ich werde hier eh noch umbauen auch. Warte mal. Ich baue mal das Glas mit Behutsamkeit ab. Okay, dann hier. Na, das reicht eigentlich. Und danach würde ich dann eben Holz nehmen. Statt Glas. Beziehungsweise eigentlich auch schon da.
Wo hab ich denn Holz? Hab ich hier noch Holz? Ich weiß gar nicht. Nur Schwarzeichen. Ah, zum Beispiel Fichtenholz wieder unten, das haben wir gar nicht, ne? Irgendwie. Das ist natürlich schlecht. Oh oh. That's not good. So, na gut, da passt das wieder. Ja, ich würde das einfach mal irgendwie so machen. Wir müssen das so ein bisschen damit verbauen, ne? Das wäre ganz gut. Dann halt irgendwie so. Ne, es sieht irgendwie komisch aus, ne? Ich weiß auch nicht, hier brauchen wir die anderen Slabs eigentlich dafür. Und hier würde ich dann eben mit so einer Undock-Station weitermachen. So ungefähr. Okay. Ja, wir schauen mal, was dabei rauskommt. Wo ist denn jetzt die 5? Das ist das 5. Holz. Ah, guck dir das an. Okay, wir sind schon bei 23 Minuten. Das hätte ich mir wieder nicht erträumen lassen, ne? Ja, ich hole mir nochmal das andere schwarze Eichenholz. Dann würde ich auch erstmal hier beenden. Ich will dann gleich mit einer Folge weitermachen. Mal sehen, wie die läuft. Und mal, ja, dann gucke ich einfach mal weiter. So. Zack. Okay, das hätten wir. Ja, das passt schon, ne? Würde ich behaupten. Ja, und hier vorne muss ich mir was einfallen lassen, mit Fichtenholz am besten. Oder eigentlich nur so. So, ich will jetzt endlich mal wissen, wie lange geht das noch? Ah, okay. So. Ja, dann machen wir hier auch mal dasselbe Spiel. Dass das Ganze einfach besser ist. Ah, da habe ich es auch bis da oben gemacht. Na gut, nicht ganz. Hier ist es ja mehr vergraben. Na gut, bis zu welcher Höhe baue ich jetzt? Ich glaube bis hier. Ja, das ist, glaube ich, gut. Die beste Höhe. Ja, aber ich glaube, ich steig schon mal hoch. Der Trank hält eh nicht mehr lange. Also ja, ich kann jetzt eigentlich beenden schon. Also ich würde dann einfach sagen, wir sehen uns gleich wieder, nachher. Wie gesagt, es gibt jetzt eine Pause. Und mal sehen, wie es dann weitergeht. Also ich versuche jetzt hier noch eine Folge aufzunehmen und ja, dann mal schauen, wie es wird. Dann jetzt danke fürs Zusehen und bis dahin.
Tschüss.